Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass ihr so zahlreich heute Abend hier ins Laboratorium gekommen seid. Wie immer freut es uns, dass ihr auch so zahlreich da seid. Und wir haben bald Weihnachten und wir sind ein armer Club. Draußen ist die Spendentuba. Da könntet ihr auch durchaus ein bisschen von eurem wohlverdienten Weihnachtsgeld ablassen. Am liebsten in Scheinform, weil es ist für die Lärmbelästigung der Nachbarn angenehmer. Zum anderen haben wir heute eine ungewöhnliche Anfangszeit, 20.57 Uhr. Ihr seid es gewohnt um 20.30 Uhr, ich weiß, aber ihr werdet ja bestimmt von der Band nachher hören, warum das so ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Klaus Häuser und Band. Tag zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, bis auf... Ja, einige können sich das vorstellen. Ich sehe ein paar Gesichter, die gestern auch da waren. Könnt ihr mal gerade mit dem... mal hochheben, so mit dem Finger, wer gestern da war. Boah. Das sind ja sozusagen Wiederholungstäter. Ich weiß, also an dich kann ich mich sehr gut erinnern. Du hast die ganze Zeit da gesessen. Ich habe noch zu Matthias gesagt, wie kann einer ein ganzes Konzert zugucken, ohne ein einziges Mal die Miene zu verziehen. Also das so viel gelacht und so viel Regen in deinem Gesicht habe ich gestern den ganzen Abend nicht gesehen. Was auch total anders ist, also die Leute, die gestern da waren, die können sich das ungefähr vorstellen, wie komisch das für uns ist. Also gestern haben wir in einer Halle gespielt, die diesen Namen auch wirklich wirklich verdient hat. Also Halle heißt ja Halle, weil es da halt. Nackte, parallele Wände, vier Stück davon, der Boden und die Decke auch, war alles aus Beton. Die Temperatur dieser Halle, zumindest so wie wir das gefühlt haben, war ungefähr so wie jetzt draußen. Und das fanden nicht nur wir komisch, sondern unsere Gitarren auch. Die konnten sich da überhaupt nicht dran gewöhnen, die haben sich immer verstimmt. Und waren nachhaltig beleidigt. Und waren echt sauer. Das haben wir heute Morgen gemerkt, als wir die ausgepackt haben und die waren alle so nasskalt und hatten so einen feuchten Film irgendwie so drauf. Und wir haben es halt alle nicht einfach, unsere Instrumente nicht, wir nicht. Und jetzt ist halt wieder alles total anders, weil jetzt komme ich mir vor, als würde ich zu Hause bei mir im Wohnzimmer meine Freunde einladen und da mal ein Konzert geben. So ungefähr ist das. Das hängt ja auch damit zusammen, ich sage deswegen mein Wohnzimmer, weil wenn ich jetzt hier nach vorne gucke und nach vorne an die Wand gucke, da steht so normalerweise mein Fernseher. Ich muss zugeben, rechts von mir wäre kein Platz. Also. Hier müssen wir eine andere Strategie spielen. Können wir nicht 3, 3, 4, wie sonst? Hier müssen wir in die Breite. Über die Flügel kannst du hier was machen. Genau. Also wenn ich das hier angucke, muss ich mein Wohnzimmer umbauen, damit er demnächst auch wirklich alle bei mir reinpasst. Gut, aber wenn schon mal wir hier sind, dann haben wir eigentlich gedacht, können wir auch was spielen. Das wollen wir jetzt auch machen. Und zwar haben wir extra für euch eine neue CD aufgenommen. Weil nämlich letztes Mal da hier waren, hatten wir noch die alte, aber jetzt haben wir extra für euch eine neue gemacht. Und die wollen wir natürlich jetzt auch präsentieren und deswegen fangen wir auch das erste Stück mit einem neuen Song an. Und der ist auch von der neuen CD, heißt Catch the Flame und der klingt so. So I can let my spirit
so einem Wohnzimmerkonzert muss man sich an viele Sachen gewöhnen, was wir sonst nicht so mitkriegen. Es gibt Leute, die schreiben sich die ganzen Akkorde mit. Es gibt Leute, die heimlich die ganze Zeit Aufnahmen machen. Aber das ist ja heutzutage völlig normal. Ne? Also früher gab es ja immer, wenn ihr noch euch dran erinnern könnt, da stand ja immer auf den Eintrittskarten, wenn man so bei berühmten Bands war, stand dann immer so drauf, bitte keine Fotos machen, keine Live-Aufnahmen und so weiter. Also seitdem jetzt jeder irgendwie so ein Handy hat und damit machen kann, was er will, ist ja dieser Aufdruck auch verschwunden, weil das macht ja auch keinen, irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ihr kennt das ja, es kommt manchmal vom Konzert einer an und sagt, darf ich fotografieren? Sag ich, willst du einen Scherz machen oder was? Ist ja nun mal so. Okay, trotz allem spielen wir jetzt weiter. One, two, one.
Dankeschön. Was dann? Also ehrlich gesagt muss ich sagen, man ist das ja nicht mehr so gewohnt mit so einem Publikum, so rings um die Bühne, es verunsichert mich ungemein. Also erstmal kann man in jedes Gesicht gucken und dann guckst du nach hinten und da sitzen auf einmal Leute hinter einem. Hört ihr da überhaupt was? Echt? Wunder geschehen immer wieder, ne? So, als wir uns überlegt haben, was wir denn für ein Programm diese Tournee spielen wollen, haben wir natürlich überlegt, dass wir ganz, ganz viele neue Stücke spielen, aber natürlich auch ein paar alte. Und da war ein Stück, stand ganz oben auf der Liste, was wir auf jeden Fall spielen wollten. Und das war das folgende, was wir jetzt spielen wollen. Aber aus dem einfachen Grunde, weil der Matthias Kraus, welcher jetzt hier in der Mitte sitzt, nicht nur mein Lieblings-Keyboarder ist, sondern auch mein zweitliebster Gitarrist. Na, jetzt könnt ihr mal nachdenken. Wir sind nämlich die drei fantastischen Zwei. Nein, nein, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf mich bezogen. Wer weiß schon, was ich meine. Und da haben wir gedacht, wir müssen unbedingt mal ein Stück machen, wo wir halt dann auch zu dritt vorne Gitarre spielen. Da gibt es aber noch einen anderen Grund. Also der wird jetzt hier sehr wahrscheinlich nicht zum Tragen kommen. Aber bei der letzten Tour war das so, dass wenn wir Konzerte gegeben hatten und hatten das Glück, dass irgendwo bei der ansässigen Lokalredaktion irgendjemand einen Bericht über das Konzert geschrieben hat, hat der natürlich auch immer Fotos gemacht. Und dieses Foto, was dann veröffentlicht wurde, war immer das, wenn wir drei hier vorne sitzen. Hat uns natürlich zu denken gegeben, vor allem Thomas und mir. Weil jedes Mal, wenn irgendwie ein Foto in der Zeitung war, war das immer da, wo der Matthias hier vorne sitzt. Das kann also nicht am Thomas und an mir liegen, das muss am Matthias liegen. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wir beide haben uns zu Hause vor den Spiegel gestellt und haben echt zugegeben, ja, scheiße. Es muss die Frisur sein. Ja, und dann haben wir natürlich gedacht, ich meine, man muss zugeben, der Matthias macht auch viel dafür, also dass er so medienwirksam wirkt, weil, also unser eins, ich habe mir heute den ganzen Tag Gedanken gemacht, was wir demnächst für Stücke schreiben werden und so weiter. Der Thomas hat auch immer viel zu tun, der Matthias war den ganzen Tag shoppen. Ja, also der Mittelstürmer wirst du nicht, Felix. Ich mache mir ja nicht so viel Gedanken um Mode, ich habe ja meine eigene, ich ziehe immer das Gleiche an, aber der Matthias hat mich heute aufgeklärt, dass diese Art von Hosen jetzt modern sind. Und dann habe ich gedacht, gut, dass ich nicht so modern bin. Ich habe erst gedacht, der muss mit Jacques Cousteau noch raus, so Neopren, aber die versicherten uns, das sei jetzt so. Ja, der hat mir auch gesagt, in seinem Alter trägt man sowas. Da habe ich also sowieso nichts damit zu tun. Das wäre schon raus. Ich kenne ja die Mode von meinem Sohn oder so. Also das ist ja wieder noch was ganz anderes. Aber wenn der mit sowas nach Hause kommt, oh. Jedenfalls haben wir gedacht, dieses Stück müssen wir unbedingt dann auch wieder bei dieser Tour spielen. Das Stück heißt Higher, Faster, Stronger, was auf Deutsch so viel heißt wie Higher, Faster, Stronger. Yeah.
Jetzt kommt ein Stück, wo normalerweise Profis sagen so, do you feel alright? Aber da wir ja keine Profis sind, lassen wir das sein. Thank you.
watching seagulls sailing softly in the wind. I remember you were laughing in the sun, you're smiling at me in a certain way. Leaving your footprints in the sand, come back again. You count seashells in my hand. You got so many ways to show your love. It's the simple. So
Dankeschön. Ja, sehr, dass ihr auf solche Musik aufsteht. Weil das ist ja eigentlich, der Matthias und ich, wir nennen das immer Musik für Mädchen. Ja, das hängt damit zusammen, weil man will ja so als Typ, man will ja immer so einen harten Kerl raushängen lassen. Das ist so gerade so, als wenn man so Rock'n'Roller vom Beruf ist, wie man das ja so schön sagt. Da traut man sich ja nicht zuzugeben, dass man eigentlich, wir beide sind das auf jeden Fall, totale Warmduscher sind und so total auf so Schnulzen stehen und so. Deswegen verpacken wir das immer, wir müssen ja auch irgendwelche Lieder für Mädchen schreiben. Dabei finden wir die eigentlich selber total super. Aber wie gesagt, man muss es ja gut verpacken. Apropos Verpackung, man hat sich ja früher auch unheimlich angestrengt, irgendwie so auszusehen, als wäre so ein richtig harter Kerl. Ne? Also ich weiß noch, als ich jung war, da hat man so seine Vorbilder gehabt, da habe ich mich immer geschminkt. So Kajalstift unter den Augen, könnt ihr mal gucken so. 1980, 82, 83. Fand ich früher total super. Auch vor allen Dingen so Namenkonzert, wenn das alles so verlaufen war, hast du ja so gedacht, Alice Cooper. Du hast ja echt gedacht, boah, siehst du fertig aus. Und fertig, fertig musste man ja irgendwie sein. Also wenn man schon nicht selber Drogen nimmt oder säuft, dann muss man mindestens so aussehen. Ne? Weil das kam mir immer unheimlich gut an, so die fertigen Rock'n'Roller, alle vollkommen süchtig, 38 Frauen im Zimmer und so. Weißt du, wie du da aussiehst? Kannst du mal drüber nachdenken. Ja, und dann... Das Blöde ist nur, wenn es eben nicht so ist, da muss man halt nachhelfen. Habe ich dann auch gemacht. Das Problem an der Sache ist ja nur, dass man in dem Moment, wo man das tut, ja völlig vergisst, dass man auch älter wird. Und dann kriegt man halt Kinder und so. Und wenn man dann Pech hat, so wie ich, dann guckt irgendwann dein eigener Sohn auf ein Foto von 1984 und sagt, Papa, bist du das? Sag ich, ja, wieso? Hast du sie nur alle? Sag, hast du dich früher geschminkt? Ja, wieso? Ja, das konnte er nicht verstehen. Also da war ich echt unten durch. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, vor allen Dingen muss man dann auch dabei denken, ich habe ja immer gedacht, ich wäre so unfassbar tolerant, aber bei meinem Sohn, als der mit seinen Freunden früher zu Besuch gekommen ist, und da war so die Mode, ihr wisst, ne, wo so der Schritt ungefähr im Knie war, habe ich gesagt, Jungs, ihr könnt ihr doch nicht rumlaufen, das sieht ja furchtbar aus. Ne? So sieht so aus, als hätte ich da gerade in Hose gemacht. Dann hat mein Sohn zu mir gesagt, Papa, noch ein Wort und ich hole das Foto ein. Lass den mal lieber in der Hose rumlaufen. Das ist ja, das müsst ihr eigentlich ehrlich gesagt mal machen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch mal in den letzten Jahren gemacht hat. Guckt euch mal so Fotoalben an, als wir so 18 waren. Ich sag dir, das glaubst du nicht. Total also, geil, hab was, ich jetzt gemacht. Das was nächste wir da an die Kniegelenke, glaube ich. Was wir da anhatten, das gibt's echt überhaupt nicht. Also ich weiß noch genau, dass ich mal nach Amsterdam auf dem Flohmarkt gefahren bin, hab mir damals, ich fand diese Felljacken oder Fellmäntel so toll. Kennt ihr diese Schafsfelldinger, die früher mal weiß waren? Der bricht gerade zusammen, ich glaube, der hatte auch einen. Jedenfalls, so einen wollte ich auch unbedingt haben. Die waren ja gebraucht gar nicht so teuer. Und dann bin ich mit meinen Freunden nach Amsterdam getrennt, damals noch. Das gehörte auch dazu, zu dem Schminken und so, man muss ja trennen. Und dann natürlich nach Amsterdam, dann auf dem Flohmarkt für ganz wenig Geld so einen Fellmantel kaufen, nach Hause gehen und sagen, boah, ich habe einen, Mama, guck mal, ist der nicht geil? Und da war er weg. Und habe ich ein einziges Mal in meinem Leben getragen, danach war er sofort im Mülleimer und dann konnte man ihn auch nicht mehr anziehen. Ist der nicht geil? Antwort, ja, der ist nicht geil. Genau, so war das früher. Das ist ja sowieso, also früher weiß ich noch, als ich so groß geworden bin, da konnte man so Rock'n'Roll-Bands ja auch noch erkennen an ihrem Äußeren. Also da hast du so einen VW-Bus gesehen, der war bemalt und da kam so ein paar Langhaarige raus, hast gedacht, klar, ist eine Band. Weißt du was? Und? Ja. Ich muss euch mal erzählen, was wir Pflanzen auf Armatur. Ja. Ja, und das ist auch vorbei. Wir sind am letzten Wochenende in Freiburg gespielt, dann sind wir dann natürlich nach Köln, irgendwann mussten wir ja zurück, waren auf so einer Raste, stehen dann bei uns im Bus, waren so eine rauchen, das tun wir ja noch, ne Matthias, wir sind noch richtige Rock'n'Roller, wir rauchen. Die zwei haben die Quotenräuchermännchen hier. Ja, jedenfalls stehen wir da so und rauchen, kommt so ein Auto vorbei, macht die Tür auf, guckt uns von oben bis unten an, sagt da, na Jungs, auch auf Montage. Kein Scherz.
Also wenn ihr jetzt meint, das hätte ich erfunden, ich erzähle nur Wahrheit, das ist alles wahr. Jedenfalls könnt ihr euch vorstellen, wir hatten noch 300 Kilometer vor uns und die haben wir echt fast nicht geschafft, weil ich habe den Thomas angeguckt und gesagt, das ist alles vorbei von früher mit Rockenberg oder so. Seid ihr auch auf Montage? Das ist, und das war so ein Papi mit 55, Karo-Hemd, SPD-Wähler, ne? Mit der Familienausflug am Feiertag und dann, na ihr armen Schweine, der wollte nur Solidarität. Und Schichtführer Heinen hat dann die Tür zugemacht, ist vor Lachen in den Bus, ich konnte nicht mehr. Ja. Hey Jungs, auch Montage? Das ist ja auch das Lustige, wenn man unterwegs ist, solche Geschichten passieren ja häufiger. Ich könnte euch den ganzen Abend von erzählen. Aber das war jetzt die neueste, die ist gerade noch mal 5 Tage alt. Ja. Mit der Montage fand ich echt super. Ich habe ihn beantwortet, nee, Drückerkolonne. Soll ich euch mal ganz ehrlich sagen, ich war nach 10 Minuten im Bus, hab gedacht, ich sollte mich wieder schwinken. Oder Heinen, zieh den Karohemd aus. So ist das. Aber eigentlich wollte ich eine Ansage machen zum nächsten Lied. Und die hat ja wiederum damit zu tun, dass der Matthias und ich so auf Schnulzen stehen. Und deswegen habe ich auf der neuen Platte auch eine. Und ich finde, die ist auch besonders schön geworden. Die ist so schön geworden, dass der Thomas da Tränen in den Augen gekriegt hat beim Singen im Studio. Und das ist mir noch nie passiert in meiner ganzen Karriere. Ja, man versteht, wir machen Musik, das sind Emotionen, das sind Gefühle. Jawohl! Weißt du, wir sind ja nicht auf Montage. Tränen in den Augen, ich habe gehört, wie ein Schloss hat. Und deswegen, weil wir nicht auf Montage sind, habe ich mir gedacht, muss ich mal sowas machen mit ganz viel Gefühl. So ohne Hammer. Einen noch kurz. Ne? In meiner Jugend, als ich Arbeit suchend war, habe ich mir überlegt, Montage Arbeit, da bewirfst du dich. Hast du 5 Tage frei? Das ist einfach für den Heimweg. Hast du 5 Tage Musik gemacht? Ich bin jetzt Montage Arbeit, der Mann. So, jetzt konzentriert euch mal. Jetzt kommt der Schatter. So, wenn jetzt wieder Ruhe eingekehrt ist im Saal, können wir dieses wunderschöne Stück anfangen. Ja. Das geht so. Was? Das geht ja nicht, ne? Schön zuhören. Ich hab doch gesagt, Emotionen, ne? Konzentration. Jetzt Mädchenmusik. Und jetzt für die Mädchen. She lies beside me.
wenn man so Stücke komponiert, versucht man natürlich auch irgendwie immer, wenn es auch erstmal nur, weil ich ja immer die Musik schreibe, nur musikalisch ist, irgendeine Geschichte zu erzählen oder irgendein Gefühl auszudrücken. Und beim nächsten Stück ist mir Folgendes zu Hilfe gekommen, da habe ich mal abends, als wir vom Konzert gekommen sind, zu Hause gesessen und habe so rumgezappt, wie das heute so auf Neudeutsch heißt. Und da kam kein Fußball. Und dann habe ich irgendwie so weitergeguckt und dann kam auf einmal so ein ganz alter Rockpalast, so von ganz früher, eigentlich aus der Zeit, in der ich mich noch geschminkt habe. Und dann habe ich so mich daran erinnert, wie das so damals war und habe auf einmal so dieses Gespür oder dieses Gefühl gehabt von diesem Lebensgefühl, was ich damals hatte. Das war ja schon anders. Also muss man schon mal überlegen, also früher hat man so den Tag gelebt, also man hat ja nicht in Krankenversicherung gedacht oder sowas. Man hat auch nicht an die Rente gedacht. Also man ist morgens aufgestanden und dann hat man so bis maximal abends gedacht. Und abends hat man auch nur noch an den Abend gedacht und morgen früh war auch völlig egal. Und das ist ja völlig anders, also man hat ja nicht so viel Verantwortung gehabt, wenn dann nur für sich. Und wenn es dann eng wurde, konnte man ja zu Hause anrufen, Boss, ich brauche mehr Geld oder so. Das ging ja irgendwie alles, aber es war ja schon irgendwie ein geiles Gefühl, was man damals hatte. Also man war auch mit so wenig glücklich. Also heute muss man ja immer schon so recht so eine Kreuzfahrt machen, um sich noch so ein bisschen Glück zu erlauben. Früher war das Ganze, ich auch nicht, aber deswegen machen wir ja Musik. Aber so viele Leute, die ich kenne, die meinen immer, sie müssten sich irgendwas ganz Besonderes leisten. Mir hat das damals gereicht, wenn Rockpalast kam, das meinte ich jetzt, als das war. Das war ja was Besonderes. Also groß geworden bin ich mit dem Beatclub, der kam einmal alle 4 Wochen. Und zu Hause durfte ich den nicht gucken, dann musste man zur Oma gehen. Mein Vater hat sich immer so dermaßen aufgeregt, dass mein Bruder und ich dann meine Oma besucht haben. Die hat sich immer gefreut. Und die hat dann mit uns immer Beatclub geguckt und hat gesagt, ich verstehe das zwar nicht, aber wenn ihr das unbedingt gucken wollt, so die jungen Leute, lange Haare, die hat dann immer gesagt, das ist doch alles das Gleiche. Ja, das hat die damals anders wahrgenommen. Ne? Und dann kam ja eben die Zeit, wo Rockpalast war, das kam ja auch nicht so oft. Und da hat man sich mit Freunden getroffen und deswegen auch jetzt diese Überleitung, wie genügsam man da war. Also irgendeiner wurde auserkoren, der musste zum Aldi fahren, so eine 1,5 Liter Flasche Lambrusco kaufen oder 2 oder 3. Irgendeiner musste Käse kaufen und die anderen mussten dann irgendwie Baguette mitbringen. Und das hat gereicht, um von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens eine super geile Party zu machen. Was für 10 Mark. Ja. Und wir waren total glücklich. Es war uns sogar scheißegal, welche Band da spielt. Es war einfach dieses Lebensgefühl. So, man hat sich getroffen, irgendwo bei irgendwem zu Hause, wo die Eltern gerade nicht da waren. Und dann hat man einfach so Rockpalast geguckt. Da hat man ja auch noch Bands so kennengelernt. Ne? Also man hat sich ja damals für Musik interessiert. Heutzutage ist das ja mit der Musik nicht mehr so, dass man sich wirklich dafür interessiert. Wenn ich dann die Generation von meinem Sohn sehe, die kaufen alles bei iTunes, da hören die dann rein, nur mal so als Beispiel, das ist glaube ich immer 15 Sekunden lang so ein Hörbeispiel eines Liedes. Und danach entscheiden die dann, ob die das gut finden oder nicht und kaufen das dann auch oder eben auch nicht. Jetzt überlegt euch mal, ihr hättet damals 15 Sekunden von Dark Side of the Moon gehört. Gefällt mir nicht. Na, ich sag das immer, das ist mir auch erst vor kurzem eingefallen, oder so Wish You Were Here oder so. Also das sind ja die 15 Sekunden, da war der Fahrstuhl noch gar nicht oben. Falls nur Störgeräusche. Falls ihr die Platte kennt, mein Sohn würde sagen, das ist ja keine Musik. Was ist das denn? Ja, oder auch überhaupt, man hat ja für die Alben, die waren ja auch einem was wert. Also ich musste dafür einmal Rasenmähen und dreimal Auto waschen. Und dann war man dann ganz stolz, wenn man sich so eine Platte gekauft hat und die hatte einen, das war für mich irgendwie nicht nur ein Kunstwerk, das war für mich ein unfassbarer Wert. Wenn meine kleinen Schwesterchen da ran wollten, das war unmöglich, nicht anfassen und bloß ein Spiel wegen Kratzern, ihr kennt das. Und dann hat man ja auch so von seinen Lieblingsbands diese Platten sich gekauft und man war dann ganz erstaunt, wenn die einem am Anfang gar nicht so gut gefallen haben. Da musste man sich erst reinarbeiten. Zum Teil auch, weil die Erwartungshaltung natürlich riesengroß war. Aber man hat sich auch noch die Mühe gegeben, so ein Album zu erarbeiten. Also zelebriert. Ja. So nach 10, wenn man es dann 10 Mal gehört hat und denkt so, boah, das ist doch richtig geil. Das sind dann auch die Alben, die wir dann heute alle noch gut finden. Und die wir alle in- und auswendig kennen. Kennst du jede Triangel? Ja, das ist halt so. Das ist ja, ich habe das auch als Beispiel gestern gesagt. Es gibt ja heutzutage erstmal sowieso keine Gitarren-Soli mehr. Und wenn, dann werden sie weggeschnitten. Und wenn es dann doch noch welche gibt, sind sie uninteressant. Wenn ihr Pink Floyd hört, ist es ja wirklich ein großes Wunder, dass jedes Gitarrenlick, was David Gilmour gespielt hat, jeder hier im Saal mitsingen könnte. Da müsst ihr auch mal drüber nachdenken. Das ist mir irgendwann mal klar geworden, dass damals ja so eine Gitarre noch eine unfassbare Funktion hatte. Heute ist die ja nur noch, ja, ich gebe mir halt Mühe, ne?
Und deswegen habe ich gedacht, man müsste mal wieder so ein Lied schreiben, so mit dem Lebensgefühl von früher. Ich will jetzt nicht sagen, alte Musik, das meine ich damit nicht. Sondern was ungefähr diese Emotionen rüberträgt, die ich damals hatte, als ich noch ein junger Kerl war und geschminkt. Und da ist mir was eingefallen, also das Stück nicht so ganz, aber der Anfang, habe ich gedacht, das könnte sowas sein, wie das früher war. Und das bin so. I don't know.
Our planet looks great.
recht herzlichen Dank. Es war uns jetzt eine gute Pause, Quatsch, eine gute Gelegenheit, eine Pause zu machen, weil ihr jetzt so schön ruhig wart und das Stück müssen wir sowieso erstmal alle durchatmen. Können wir jetzt auch nicht toppen. Deswegen machen wir jetzt 15 Minuten Pause. Die müssen wir ja nicht untätig verstreichen lassen. Ihr dürft in der Pause gerne bei uns am Stand CDs kaufen oder eine rauchen gehen oder mal auf Toilette oder auch viel Bier bestellen. Die müssen ja Umsatz machen. Und mit den CDs, da haben wir noch extra der Markus Rieck, unser Schlagzeuger. Der ist sozusagen. Du kannst gar nicht erwarten, seiner Berufung nachzugehen, weil als wir überlegt haben, wer denn bei uns immer die CDs verkauft hat, sind wir ganz schnell auf die Idee gekommen, das muss er sein. Ganz einfach aus dem Grund, ihr wisst, wie das schwer ist, wenn man als Sohn einen Sohn hat, der Schlagzeug studiert. Das ist immer scheiße, wenn dann die anderen Eltern kommen und sagen so, auch mein Sohn studiert Medizin, der andere Jura. Und wenn man dann sagen muss, mein Sohn studiert Schlagzeug, das, ihr wisst ja, wie das ist. Da haben wir gedacht, wir müssen die Eltern unbedingt unterstützen. Ich habe ja vollstes Verständnis dafür. Da habe ich gedacht, jetzt ist der Markus im kaufmännischen Bereich tätig, weil der bei uns CDs verkauft und alle sind glücklich. Neudeutsch ist der Sales Manager. Genau. Und wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Bis gleich. Schlagzeug spielen? Den haben wir jetzt an den anderen Job verloren. Der ist das verliert, ne? Ja. Muss er nicht mehr mit uns auf Montage. Abziehen den Verkauf, Markus Rieck, meine Damen und Herren. Ihr merkt daran, er nimmt seinen Job wirklich ernst. Ja. Das ist eine Berufung. Thank you.
Thank you.
an den Keyboards Matthias Kraus. Das könnte viel besser. An den Keyboards Matthias Kraus. Matthias! Ja! Matthias! Ja! Matthias! Ja! Danke! Es geht doch. Hört sich hier an, als wären hier tausende von Leuten. Das ist immer, wenn der Matthias irgendwas Besonderes macht. Ne? Eben als er hier in der Mitte saß. Wenn wir den nicht hätten, könntest du das Ganze hier wegschmeißen. Echt. Ja, ist so. Ich habe euch ja eben erzählt, wie das ist, wie man auf Ideen kommt, um Lieder zu schreiben. Ne? Und ich habe euch ja auch erklärt, dass das ja alles gar nicht so spannend ist mit dem Rock'n'Roll. Ich habe da noch ein super Beispiel, weil man stellt sich ja immer, Gott weiß wie vor, wie so einer lebt, der so Musik macht. Und die Wahrheit ist die, wenn wir zum Beispiel auf Tour fahren, dann ist da zu Hause gar nicht, Gott weiß wie so, boah, hey, gibt's den oder irgendwie sowas, weißt du, so Rock'n'Roll-mäßig. Sondern wenn ich meiner Frau auf Wiedersehen sage, sagt die immer, spiel schön. Ich weiß gar nicht, wieso der lacht, was soll denn sonst sein? Ich nehme die immer in den Arm, dann kriege ich einen Kuss und dann sagt die, Schatz, spiel schön. Und weil ich das mal erzählt habe und alle am Lachen waren, habe ich dann mal in der Band rumgefragt. Matthias' Frau, die Eva, die sagt immer, wenn er fährt, spiel schön. Dann beim Sascha weiß ich es auch ganz genau. Die Nadja sagt immer, fahrt vorsichtig. Ein Thomas habe ich noch nie abgeholt, keine Ahnung. Wir treffen uns immer an so einem Ort. Das ist wie Spielschön. Hab Spaß. Ja, hab Spaß ist das schon mal richtig euphorisch. Ihr kennt mich ja. Ja, Spaß. Genau. Also bei denen geht es halt noch ab, bei uns nicht mehr. Am besten unheimlich. Am besten ist das allerdings bei Markus. Ne? Wenn der Markus fährt, sagt seine Ehefrau, welche noch keine Ehefrau ist, weil er ist der Einzige, der noch nicht verheiratet ist, aber wir arbeiten dran. Deswegen sagt die auch immer, wohl zu gut, die hat wohl einen Grund dazu, die sagt immer, bleib nicht so lange und komm früh nach Hause. Vertrag ist Vertrag. Er hat ja keinen. Ihr habt das ja eben gemerkt, er trödelt gerne. Aber wenn wir schon mal auf der Bühne sitzen kommen, das kennt die Birgit hier wahrscheinlich. Das ist ja auch, wenn wir weiter weg sind, dann ist er immer, weil er ist ja noch nicht verheiratet, er muss ja noch dran arbeiten, ich erwähnte das ja. Wir spielen so in Freiburg, weißt du, so 9 Uhr, 12 Uhr sind wir fertig, um 1 Uhr haben wir eingepackt, 1:30 sind wir im Hotel, sagt er, soll man noch nach Hause fahren. Ernsthaft? Muss am Alter liegen, ist der Jüngste auch in unserer Reihe. Also die Krönung war Wind. Das ist jetzt kein Scherz, die Krönung war, da haben wir in München gespielt, es war ungefähr, Sascha, lass mich nicht lügen, aber mindestens minus 21 Grad, oder? Die Straßen glatt, wir hatten etwas Probleme mit dem Hotel und es war ungefähr 2:30 morgens, sagt er, komm, fahren wir nach Köln. Ich habe immer gedacht, was treibt den Mann? Aber seitdem ich den Eimer abgeholt habe und die Birgit gesagt hat, seitdem weiß ich es. Seitdem. Das ist ja auch so, wenn ich so zu Hause sitze und wie so rumklimper, dann passiert es auch manchmal, dass irgendwie meine Frau oder mein Sohn vorbeikommt und sagt dann so, was spielst du denn da? Und ich klimper dann einfach nur so rum, sagt auch irgendwas, wieso? Sagt die, das ist aber schön. Macht da mal ein Stück draus. Und das ist dann für mich irgendwie, da muss ich euch eine Geschichte zu erzählen. Als ich meinen ersten Auftritt hatte, da war ich 12 Jahre alt und habe in meiner ersten Band, war stolz wie Oscar, einen Auftritt gehabt in Leverkusen zur Eröffnung des City-Abschnitts C. Der Bandname war großartig. Blue Guitars hießen wir damals, das hat einen einfachen Grund, mehr englische Worte konnte ich nicht. Und das konnte, wir hatten auch so ein Linoleum und dann haben wir das so ausgeschnitten, wie das so früher war, so Blue Guitars und das sah super aus, da haben wir dann so Band gespielt. Jedenfalls habe ich meinen Vater eingeladen und habe gesagt, komm unbedingt mal vorbei, weil ich natürlich stolz wie Oscar war. Und er kam dann leider auch. Und er kam dann nach dem Auftritt, hat dann zu mir gesagt, hör mal Klaus, also das war nun gar nichts. Er hat das überhaupt nicht verstanden. Er hat dann gesagt, hör mal, muss das denn so wild sein? Oder muss das denn immer so laut sein? Und dann kam der Spruch, der mich mein Leben lang begleitet hat. Der hat dann zu mir gesagt, spiel doch mal was Schönes. Warum lacht ihr denn da? Jedenfalls habe ich mir das dann hinter die Ohren geschrieben, habe mein Leben lang versucht, was Schönes zu schreiben. Leider ist mein Vater vor 10 Jahren verstorben. Aber bis dahin hat es nicht geschafft, was Schönes zu schreiben.
Ich kann euch noch sagen, wir haben damals, als ich noch bei BAP gespielt habe, mal 5 Tage hintereinander in der Sporthalle in Köln gespielt. Da passten 8.000 bis 9.000 Leute rein. Da war ich auch stolz. Mein Vater hat nach den Konzerten gesagt, zu dem ich ihn eingeladen hatte, ich sollte sowas machen wie Klaus Lage, der wäre in der Hitparade. Das ist auch kein Scherz, das hat der Original zu mir gesagt, weil er fand das irgendwie besser bei Dieter Thomasing. Ich nicht. Und so wird man dann groß und hat immer diesen Druck vor Augen, so spielen wir mal was Schönes. Und als dann letztens mein Sohn zu mir sagt oder meine Frau, das ist aber schön, was du da spielst, habe ich gedacht, ja, wenn sie das schon sagt, dann versuche ich daraus mal ein Stück zu machen. Dann habe ich das auch gemacht, habe es dem Thomas vorgespielt, hat er gesagt, das ist aber schön. Dann hat er einen wunderschönen Text dazu geschrieben, dann haben wir das im Proberaum geprobt und wir beide haben es der Band vorgespielt und dann haben die gesagt, genau, dann haben wir es aufgenommen, haben es unseren Frauen vorgespielt, was haben die gesagt? So, und jetzt bin ich mal gespannt, wer auch gleich das Stück gespielt hat, was ihr sagt. Stars into
See me now.
Thank you.
vielen Dank. Also für ein Wohnzimmer nicht schlecht, oder? Das müsst ihr mal zu Hause nachmachen. Am Schlagzeug, Markus Wieg. Bassgitarre, Sascha Delbrück. Ab heute nennen wir ihn nur noch Tom Delbrück. Ne? An die Gitarre, an den Keyboards, Matthias Kraus. Derjenige, der am meisten von uns allen heute zu tun hatte, am Mischpult, Andreas Müller. Es waren zwei Müller. An der Gitarre, an den Vocals und alle Texte, Thomas Heine. Tausend Dank. Ja. Danke. Ah, schön. Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Letzten in unserer Reihe vorstellen zu dürfen. Muss man eigentlich nicht, ne? Aber wir sind eine ganz, ganz lustige Truppe, habt ihr vielleicht gemerkt. Das rührt daher, da Musik Emotionen transportiert und das bei uns absolut im Vordergrund steht, sich jeder einbringt mit dem, was er kann und mitbringt und dann das raus wird, was wir hier so machen. Klaus Nummern schreibt, dann macht das was mit mir in der Form, dass es mir gar nicht so gerade schwerfällt, da irgendwie Texte drauf zu schreiben. Ich kenne die Musik erst, seitdem ich so klein bin. Ja, und hat er glücklicherweise irgendwann angerufen und hat gesagt, hör mal du, ich brauche einen Sänger und hast du nicht Zeit und Lust? Hab ich gesagt, lass mich kurz überlegen, ja. Einige Dinge dauern im Leben, also bis er angerufen hat, hat gedauert. Da ging's schnell. Ja, wir sind eine unheimlich glückliche Truppe, freuen uns, dass das so schön angenommen wird in der Welt draußen und der Mann, der das alles verschuldet. Mit reinem Gewissen. Und unheimlich schöne Stücke schreibt und obendrein noch ein unfassbar netter Kerl ist und mittlerweile ein lieber Freund, Klaus Major Häuser. Dankeschön. Danke, danke. Ist okay, ihr seid wirklich total nett. Ich werde meine Frau anrufen und sagen, ich habe schön gespielt. Und ruft Birgit an, wir kommen gleich. Also wenn ich das eben morgen nicht im Saal habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das eben sowas wie die Aufforderung zu einer Zulage, oder?
Und wir haben was gelernt beim Kollegen Rolf Miller, der macht Kabarett, der ist einfach auch stehen geblieben und sagt so, ich weiß draußen will wieder hier, eure Vorstellungskraft reicht ja. Wir befinden uns jetzt sozusagen in der Zugabe. Weil wir haben uns fest vorgenommen, niemals mehr von der Bühne zu gehen, bevor nicht so ein Konzert zu Ende ist, weil ich das einfach total albern finde. Weil das ist irgendwie nach 40 Jahren. Also eigentlich, am Anfang war die Idee ja vielleicht mal ganz nett, aber das macht ja wirklich jeder. Und jeder weiß ja auch, solange die Musik nicht angeht oder das Licht angeht, macht die Band eh weiter. Also da brauchen wir uns auf die Spielchen ja gar nicht mehr einlassen, oder? Und außerdem habe ich ja auch gelernt, das muss ich euch kurz erzählen, mit den Zugaben ist das ja so eine Sache. In China ist das nämlich genau andersrum. In China, das ist kein Scherz, ich war ja mein Papa auf, in China war auf Tour, da ist das so, wenn die Leute eine Zugabe verlangen, dann hat es denen nicht gefallen. Ja, jetzt lacht ihr, ich kann euch die Logik dahinter erklären. Also, Konsument geht ins Konzert, erwartet ein tolles Konzert. Konzert ist zu Ende, Konsument total zufrieden und geht. Sagt, super, hat mir gefallen, der Künstler war toll und das will ich dem auch nicht zumuten, der hat ja jetzt sein Programm gespielt, noch mehr von ihm zu verlangen. Es sei denn, das Konzert hat dir nicht gefallen. Dann bist du als Chinese so höflich und gibst dem Künstler nur noch die Chance. Jetzt lacht ihr, das ist echt dann so. Die sind so höflich, dass sie dem Künstler noch eine Chance geben, das Publikum zu überzeugen und deswegen klatschen die Zugabe, damit der nochmal die Chance bekommt, dass sie danach keine Zugabe mehr haben. Es soll Künstler geben, die spielen noch jetzt. Die werden es aber in diesem Leben nicht mehr schaffen. Hat man euch damals vorher aufgeklärt? Ich weiß ja, dass das hier in unseren Gefilden völlig anders gemeint ist, deswegen auch herzlichen Dank, dass wir eine Zugabe spielen. Also von wegen, geil, die haben 10 Zugaben. Und wir haben auch ehrlich gesagt im Vergleich zu vielen Kollegen nicht das Problem, dass wir jetzt nicht wissen, was wir machen sollen. Weil wir sind darauf vorbereitet, das ist auch schon mal vorgekommen und wir wissen alle ganz genau, was wir jetzt machen. Und dieses Spielchen so, habe ich noch nie erlebt. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Das lasse ich jetzt alles weg. Aber es war echt toll hier, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Wenn ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun wollt, dann empfehlt uns bitte weiter. Wenn ihr uns verfolgen wollt, so was wir so machen, wo wir spielen, also dass wir zum Beispiel morgen in Freudenburg spielen, könntet ihr erfahren, wenn ihr auf unsere Website guckt. Und die könnt ihr ganz einfach finden, die heißt www.häuserband.de. Ist deswegen einfach, weil www kennt jeder, sollte er zumindest in unserem Alter. Häuser bin ich, die Band, das sind wir und .de, das seid ihr. Das könnt ihr behalten, da könnt ihr auch gerne immer reingucken. Wir haben auch ein Gästebuch und freuen uns immer, wenn da einer mal was reinschreibt. Aber wir haben ja jetzt nicht so viele Kontaktmöglichkeiten mit all unseren Zuschauern, die wir so im Konzert sehen oder auch hören, manchmal so wie eben. Dann wäre das nett, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr da was reinschreiben. Da heute ja kein junges Volk anwesend ist, brauche ich auch gar nicht sagen, dass wir für die auch extra eine Facebook-Seite haben. Klaus, die sind da nicht mehr. Zu viele Eltern. Das ist schon bald wieder out, ne? Kommt ja irgendwas wieder was Neues. Wir haben die nur deswegen, weil mein Sohn irgendwann gesagt hat, Papa, wir müssen unbedingt eine Facebook-Seite haben. Aber Klaus, wenn dann haben wir da, dann muss das auch. Ja, ja, dann haben wir damit auch angefangen, dann haben die erwartet, dass man da alle 2 Sekunden was postet. Also am besten immer, ich müsste ständig mit der Kamera rumrennen, dich jetzt fotografieren, posten und so. Damit da immer was los ist. Das ist ja so schlimm heutzutage, dass es vorgekommen ist, dass irgendwelche Leute aus dem Konzert verbotenerweise diese Videos aufgenommen haben, die schon gepostet haben, bevor wir fertig waren. Und ich dann irgendwie ruft dann nach dem Konzert zu Hause an, mein Sohn geht dran und sagt, Papa, hast du verspielt? Sag ich, wieso, woher weißt du das denn? Ja, jetzt überleg mal. Und alles wird dokumentiert. Was mich ja sowieso wundert, das geht ja so weit, dass, wenn ich hier so Damen im Publikum sehe, früher hat man sich ja immer drüber aufgeregt, wenn man so von irgendwelchen Paparazzis verfolgt wurde oder so. Und das Zauberwort hieß Privatsphäre. Privatsphäre. Und wenn ich heute da so gucke, was die alle auf Facebook posten, da wundere ich mich sehr. Also so, ob sie in einer festen Beziehung sind, mit wem sie gestern, vorgestern und so weiter, irgendwelche Fotos von Bikinis, da wären wir früher auf die Straße gegangen. Also hätten wir nicht einfach zugelassen. Heute macht das jeder freiwillig. Also macht ruhig weiter, sieht schön aus. Ich und mein Hamster. Ich habe dir einen neuen Slip gekauft. Oder der Beste fand ich wirklich, eine erwachsene Frau, die war 55, hat auf einmal Freudestrahl so ein Herz reingemalt. Das war eine Bekannte von mir, steht dann drin, in fester Beziehung seit gestern. Ich dachte, was heißt das? Ne? Das gibt einem ja zu denken, habe ich immer was zu tun, wenn wir unterwegs sind. So,
Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für euer Kommen. Herzlichen Dank, dass ihr uns so eine Freude gemacht habt mit dem Abend. Ich hoffe, wir haben euch auch eine gemacht. Und jetzt als letztes Lied wollen wir noch ein Lied spielen, was wir definitiv nicht als erstes spielen können. Das heißt nämlich Last Favorite Song. Ist auf unserer letzten CD, also nicht auf der neuen, sondern auf der davor. Ist ein Liebeslied, das dürft ihr auch persönlich nehmen. Und zwar auch ein bisschen anderes Liebeslied. Nicht so eins, lernst gerade eine Frau kennen, wie ich bin fester Beziehung seit gestern. Sondern das ist mir damals eingefallen, als ich vor 3 Jahren mit meiner Frau silberne Hochzeit gefeiert habe. Und da habe ich gedacht, man müsste mal ein Liebeslied schreiben über eine Beziehung, die ein Leben lang hält, hoffe ich zumindest. Weil das ist ja meistens nicht der Fall. Also meine erste Verbindung mit einem Liebeslied war von Equals Baby Come Back. Und ihr wisst ja, die meisten Liebeslieder handeln davon so, Frau ist weg, komm bitte zurück, please, 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 please. So. Muss ich ja gar nicht machen. Ich habe eins geschrieben, weil es so schön ist, mit dieser Frau zusammen zu sein. Und die Leute, die das auch schaffen, Partner zu finden, mit denen sie ein Leben lang glücklich sind, die wissen, was ich meine. Weil wenn man, sagen wir mal, gesund ist, in Frieden leben kann, nicht in Armut ist und dann den Partner des Lebens findet, was will man mehr, oder? Und darüber kann ich das nicht. Last Favorite Song.
Herren. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Gitarre und Vocals, Thomas Heide. Am Schlagzeug, Markus Lieb. An der Bassgitarre, Sascha Delbo. Keyboards-Gitarre, Matthias Kraus. Ich und ihr. Vielen Dank fürs Kommen und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Noch ein schönes Wochenende. Nochmals danke. Tja, und wer möchte, sieht uns in ein paar Minuten am Ausgang. Zum was auch immer. Quatschen, schreiben, kaufen, saufen.